Kommt mit mir zum Gimmeldinger Mandelfest. Leute, es ist Mandelblütenzeit und das sieht so schön aus. Guckt mal, so schön rosa dahinter mir. Seht ihr das schon? Ich liebe das. Es ist einfach wunderschön. Das ist sozusagen unsere Kirschblüte hier in der Palz. Gell, Nina? Jo. Es gibt leckeres Essen, es gibt leckere Getränke und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Nochmal eine kleine Info meinerseits, wenn ihr mit dem Auto hierher kommt, es gibt Parkplätze. Die sind ausgeschildert, die kosten 5 Euro. Das Ganze muss jetzt getestet werden. Oh, das ist... Nina, Daumen hoch. Top. Neues Lieblingsgetränk. Zwei. In der Pfalz könnt ihr Beyond Burger bestellen. Also, das finde ich schon sehr nett. Ansonsten gibt es Saumagen und Brötchen. Also, die ganzen Stände hier bieten vielseitige Sachen an. Es gibt Feuerlachs, da hinten gibt es auch so Stände, da kann man Jagdwurst und sonstiges holen. Gebrannte Mandeln natürlich. Ja, wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. So, ich habe mir jetzt hier einen halben Meter Feuerwurst geholt. Kostet 7 Euro. So ein Ding hier. Richtig gut, aber es ist sehr heiß. Mal ein kleines Zwischenfazit von mir. Also kulinarisch gesehen wird man hier definitiv fündig. Es gibt alles von Pfälzer-Spezialitäten bis zu Churros, Crepe, verschiedene Weinstände, also wirklich alles, was das Pfälzerherz begehrt. Richtig schöne Stimmung hier, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hier gibt es eine Weinkönigin als Ampelmännchen. Wie süß ist das? So, jetzt gibt es noch ein Dessert, eine Pfälzer Dampfnudel. Der Unterschied zu den normalen Dampfnudeln ist, dass die hier eine sehr leckere Salzguss hat. Man isst es entweder mit Vanillesoße, Weinsoße oder ganz traditionell mit Kartoffelsuppe. Hatten wir das Ganze? Aber da hat online im Forum man eigentlich angeschrieben, dass die eigentlich voll mit waren. Ja. Sehr lecker. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg an unser Auto. Wir hatten wirklich einen sehr schönen Tag hier. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir kommen bestimmt zum nächsten Mandelblütenfest wieder. Es ist halt wirklich sehr schön. Ein paar Fressbutschen und viele Getränke. Die Winzer hier haben geöffnet. Wirklich, ich mag es wirklich sehr gerne. Es macht richtige Laune, tolle Stimmung. Ich kann es nur empfehlen. Ja, das war jetzt das letzte Wochenende. Dieses Jahr waren es 2 Wochenenden, denen das Fest war. Letztes und dieses. Aber ich würde mir das an eurer Stelle für nächstes Jahr auf jeden Fall merken. Ja,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.